Hallo, guten Morgen. Ja, jetzt geht's ein 21. Adventstürchen für mir, nachdem es kein 20. gegeben hat. Irgendwie komme ich jetzt nur noch in den Zwei-Tages-Rhythmus rein. Warum das so ist, ist mir irgendwie auch total klar. Und zwar, ja, weil die Zeit vergeht so schnell. Und viele von euch, die ja interessieren sich wahrscheinlich für irgendwelche energetischen Konstellationen und so weiter und so fort. Ich bin da nicht so aktiv darin. Ich versuche immer nur zu verstehen, was ich wahrnehme und was ich spüre. Und ich fühle eigentlich schon seit langer Zeit, dass tatsächlich, wenn ihr euch schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt habt, auch wie Dr. Joe Dispenza erzählt, dass wenn die Schwingung sich erhöht, dass wir dann irgendwann mal zu dem Bereich der Lichtgeschwindigkeit kommen, über die Schwingung hinaus, dann halt irgendwann mal in so einen hohen Schwingungsbereich reinkommen, dass dort alles eins ist. Und wenn man halt so diese Stimmen hört, was jetzt eigentlich so passiert mit dem energetischen Feld der Erde, dann ist es für mich total nachvollziehbar, dass wir alle zusammen tatsächlich unseren Schwingungszustand erhöhen. Wir sind wirklich dran, in eine höhere Dimension, eben in diese fünfte Dimension oder zumindest Richtung diese fünfte Dimension, auch mit Hilfe des kollektiven Energiefelds und des ganz großen kollektiven Energiefelds, sage ich mal, mit der Idee, die für unser Sein hier auf der Erde ist, wirklich in höhere energetische Sphären wandeln. Und wenn es dort, wo die höchste Energie ist, wo die All-Eins-Energie ist, tatsächlich keine Zeit und keinen Raum und keinen Ort hat, dann ist es für mich irgendwie logisch, dass wir weniger Zeit haben. Also, dass wir hier auf der Erde, auf unserem irdischen Planeten weniger Zeit haben. Dass wirklich die Zeit uns in den Händen zerrinnt, weil sie ja gar nicht relevant ist, oder? Und wenn das tatsächlich so ist, dann macht es doch auch alles riesengroßen Sinn zu sagen, Mensch, es ist doch alles wirklich, wir müssen nicht mehr mit diesem linearen Denken hier weiter funktionieren, sondern wir können einfach sagen, wie will ich es haben? Und ich kann jetzt schon mir klar machen, wie will ich leben, was will ich denn für ein Lebensgefühl haben? Muss nicht warten, bis das oder bis das alles erledigt ist, sondern ich kann mich eiskalt darüber hinwegsetzen und kann echt sagen, ja, wie will ich es haben? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich mich fühlen in meinem Leben? Und dieses, wie will ich es haben, ja, sich die Erlaubnis zu geben, also diese Erklärung, dass tatsächlich wirklich im Prinzip wir müssen nicht schauen, wie bewegt sich Zeit und Raum, also wie bewegt sich Zeit und Raum im Außen, wie bewegt sich unser Außen, sondern wir dürfen wirklich einfach jeden Moment. Dr. Joe Dispenza sagt ja, der goldene gegenwärtige Moment ist das, was wir haben. Und da wirklich aufzuhören, nach hinten zu schauen, in die Vergangenheit zu schauen und auch nicht irgendwie zu schauen, was in der Zukunft sich entwickeln und ergeben könnte, auf welche Art, die ich mir vorstellen kann. Sondern wirklich nur sagen, ja gut, wenn ich tatsächlich nur diesen goldenen gegenwärtigen Moment habe, wie will ich es haben? Wie will ich mein Leben haben? Wie will ich meine Beziehungen haben? Wie will ich meine Beziehungen zu anderen Leuten haben? Wie will ich meine Beziehung zu mir selbst haben? In was für einer Beziehung möchte ich zu meinem Leben stehen? Das ist ja eigentlich das Wichtige, oder? Das ist ja das, was ich mir immer wieder klar machen muss, wenn ich vielleicht jetzt auch über Weihnachten irgendwie in einem Pflichtenheft gefangen bin
und das Gefühl habe, ja, das muss ich machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, dass ich mir trotzdem immer wieder überlege, ja, wie will ich es denn haben? Warum mache ich denn die ganzen Sachen? Warum mache ich denn Weihnachten? Warum gehe ich raus und organisiere, mache, tue, kaufe, packe Geschenke ein? Warum mache ich das denn eigentlich? Wie will ich es denn haben? Wozu? Und das ist doch ganz klar, wir wollen alle Freude und Liebe verschenken. Das steht zwar überall drauf und die Leute, ja, das Fest der Liebe und so, aber wirklich in dir das zu spüren und zu sagen, ja, das ist für mich eine wahnsinnig gute Gelegenheit, Liebe in die Welt zu bringen, Liebe in mein Leben zu bringen, Liebe in mich hineinzubringen, Selbstliebe in mich hineinzubringen, Glück und Geborgenheit in mich hineinzubringen, all diese hochschwingenden Energien. Weil das ist ja das, wonach wir immer streben. Wir streben ja nach, oh, es soll ja endlich gut sein, es soll ja endlich leicht sein, es soll ja endlich Spaß machen, das Leben. Und da immer wieder zu dir selbst zu kommen und zu sagen, ja, aber was hält mich davon ab? Was trennt mich davon? All diese Vorstellungen, die eben nur darauf basieren, dass das Leben linear ist. Aber wenn du mehr und mehr in diese Materie dich reinarbeitest und die Materie der Quantenphysik, Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, dann weißt du, dass alles schon, dass jede Möglichkeit schon vorhanden ist. Dass jede unendliche Möglichkeit, die du dir nur vorstellen kannst, schon vorhanden ist, weil du sie dir vorstellen kannst, weil du dir vorstellen kannst, dass das Leben so ist, weil du dir vorstellen kannst, dass du das haben kannst, so ein Lebensumstand oder dass du so eine Beziehung haben kannst, dass du so eine finanzielle oder auch wenn du dir nur vorstellen kannst, eine gesunde Situation zu haben in deinem Leben, wenn du vielleicht im Moment krank bist oder eingeschränkt bist. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist für dich in deinem Leben, in deiner Realität, in deinem Universum schon vorhanden. Da gibt es ja diese wunderbare Meditation von Dr. Joe Dispenza, Changing the Boxes. Oder auch in den Gehmeditationen führt er einen dorthin. Aber zu verstehen, wieso, weshalb, warum das so ist und warum wir auch, wenn wir Meditationen machen, deinem logischen Verstand, der möchte gerne verstehen, warum du diese Übungen machst, der möchte gerne verstehen, wieso. Und dazu ist es halt ganz, ganz wichtig, dass du dich mit Quantenphysik auseinandersetzt und dass du deinem logischen Verstand die Argumente gibst, die er braucht, um dich auch dorthin zu führen zu so einem Lifestyle, einem Schöpfer-Lifestyle, einem Lifestyle, der weiß, dass er den gegenwärtigen Moment hat und der weiß, dass er sich diesen gegenwärtigen Moment halt nicht versauen sollte, sondern eine gewisse Gedanken- und Vorstellungshygiene in seine tägliche Routine einbauen muss und sich beobachten darf und sich immer wieder die Frage stellt, wie will ich es denn haben? Und wenn sich's nicht gut anfühlt, eben zu sagen, ja, was möchte ich denn stattdessen haben und wie kann sich das anfühlen und wie denke ich in einer Situation, wenn es anders ist, weil es muss nicht so sein, wie es gerade ist, wenn sich's nicht gut anfühlt. Und das ist für mich die absolute Freiheit, das ist für mich Schöpfertum. Und je mehr Menschen von uns das tun, nach diesen Kriterien leben und wirklich rausgehen aus dieser Newtonschen Denkweise in Quantenphysik, in Quantendenkweise, in die Arbeit hineingehen mit der Energie, mit der Schwingung. Schwingung ist Energie, Gedanken sind Energie, Emotionen sind Energie. Und in dieses Verständnis hereinzugehen und zu sagen, ja, wie kann ich meinen energetischen Zustand erhöhen, damit ich eben schneller manifestiere, damit ich schneller kreiere. Da gehören eben alle Dinge dazu, die Energie sind, die wir beeinflussen können auf Basis von unserem menschlichen Dasein. Und das ist nämlich nur mal diese Gedanken, das sind unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Weltansichten, das ist alles Schwingung, das ist alles Energie. Und wenn du einen anderen energetischen Zustand haben möchtest,
Hallo Maria, als den du jetzt im Moment hast, dann musst du eben alles dazu tun, um diesen energetischen Zustand dorthin zu bringen, wo du es haben willst, wo sich's gut anfühlt, wo es eben höher schwingend ist. Und da haben wir so viele Instrumente, wir haben Musik, wir haben Klang, wir haben Schwingung, wir haben eben banal, wir haben Gedanken, wir haben unsere Augen, wir haben Bilder, wir können visualisieren. Wir können interpretieren, aber wir sind halt so gepolt auf interpretieren und visualisieren und alles, was wir nicht haben wollen, weil wir immer noch den Gedanken haben, wenn wir früh erkennen, was wir nicht wollen, dann können wir uns dafür schützen. Und diese Vorstellung, die müssen wir total ausradieren aus uns. Wir können uns vor nichts schützen. Wir müssen uns nicht schützen. Wir müssen auch nicht im Voraus irgendetwas abblocken oder verhindern oder gegen etwas sein. So funktioniert die Energie nicht. Energie funktioniert nach dem Prinzip der Erhöhung, der Aufmerksamkeit. Und wenn du dir das halt immer wieder klar machst, dann switchst du dein Verhalten, dann switchst du deinen Umgang mit dir selber und mit den anderen Leuten und du gehst eben in energetische Zustände, die du haben willst und nicht in energetische Zustände, wo du glaubst, du könntest dich schützen vor anderen schlimmeren energetischen Zuständen, weil es halt de facto nicht funktioniert. Und das immer wieder diesem analytischen Verstand klar zu machen, das Leben funktioniert so, ich weiß, du hast es anders gelernt, ich weiß, du hast Angst, ich weiß, du glaubst, du kannst dich so schützen mit diesem Verhalten, aber wie willst du es denn haben? Weil du kannst dich nicht schützen, du kannst dich nicht abschirmen, sondern du kannst nur kreieren. Du kannst nur dorthin gehen, wo du sein möchtest. Und deswegen ist es ja so wichtig, das zu lernen. Für mich sind die Meditationen, sind für mich Übungsfelder, zu lernen, meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein zu steuern, dorthin, wo ich es haben möchte. Dann Emotionen und Gefühle dazu zu packen, unabhängig davon, was gerade im Außen geschieht. Und je mehr und mehr du das eben lernst und übst, das ist halt alles eine Sache der Übung in den Meditationen, desto mehr und mehr kannst du dich eben auch in deinem Tagesbewusstsein, in deinem täglichen Sein ausrichten, weil du es geübt bist, weil du es weißt, wie du generierst, wie du Seinszustände für dich generierst. Und das kannst du dann jeden gegenwärtigen Moment anwenden. Darum geht es und darum geht es, deswegen ist es auch so wichtig zu üben, die Arbeit zu tun, die Sachen eben so zu tun, wie sie uns dienlich sind, jedem persönlich von uns in diesen gewünschten Seinszustand zu kommen, in dem du leben willst, wie du es haben willst. Und für mich war das auch eine ganz schön lange Reise und ich weiß noch ganz genau, wie ich zum Beispiel. Wann war das? 2018. Im April bin ich ja zum ersten Dr. Joe Retreat in Sardinien gefahren für mich. Also ich habe Progressive habe ich auch gemacht, aber da ist es mir nicht so aufgefallen. Und dort kam ich dann rein, weiß ich noch, zum Frühstück am nächsten Morgen. Und dann habe ich gedacht, boah, so will ich es haben, so will ich mein Leben haben. Mit so viel offenherzigen Menschen, mit Menschen mit diesem Bewusstsein, mit Menschen, die so eine Lebenseinstellung haben. Das fühlt sich so gut an. Niemand ist ausgeschlossen. Du kannst mit jedem reden, mit jedem hast du eine Verbindung und hast das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Ich kann nicht selber sein, ich muss mich nicht verstecken. Wir alle ziehen am gleichen Strang, arbeiten auf das gleiche Ergebnis hin. Wir wollen was verändern in unserem Leben und im kollektiven Bewusstsein. Und es war so schön für mich, weil ich dachte, Mensch, wieso kann ich es nicht so haben? Wieso? Ich will immer so leben. Ich will immer nur mit so Leuten zusammen sein. Ich will immer so ein Lebensgefühl haben. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass ich es wirklich so haben will für mich in meinem Leben. Dass ich es nicht so haben will, wie es die meisten Menschen halt noch glauben, dass man es leben muss. Und wir merken ja, wir werden immer eine größere Gemeinschaft von Leuten, die einfach sagen, ja Mensch, so will ich es wirklich haben in meinem Leben. Und ich will euch dazu den Impuls geben und ermutigen, niemals aufzuhören, weil es ist eine Arbeit, es ist wirklich
Arbeit zu sagen, ich mache es so, wie ich es haben will und ich stehe für mich ein, ich stehe hinter mir, ich stehe hinter meinen Überzeugungen. Das sind keine Hirngespinste, sondern das ist die Wahrheit und ich lebe nach den Prinzipien der Wahrheit und nicht nach der Verblendung oder nach der Lüge oder nach den Vorstellungen, die wir früher hatten, sondern ich entscheide für mich, was für mich stimmig ist. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so schwierig, weil sehr, sehr viele Menschen nach diesen Prinzipien leben. Und natürlich ist es oft so, dass es im nahen Umfeld natürlich noch andere Lebensprinzipien gibt. Aber jeder Einzelne von uns kann dort Veränderung schaffen, nur indem er anders lebt, indem er nach seinen eigenen Regeln lebt und überhaupt nicht bekehren muss oder überhaupt nicht groß aktiv verändern muss, sondern nur das riesengroße Vorbild sein und sich zu erlauben, diesen Glamour und diesen Glitzer aus deinem Herzen, aus deinen Vorstellungen, aus deinen Träumen einfach auszuschütten und das auch hier in diesen Weihnachtsglitzer, diesen wahren Glitzer reinzubringen, diesen Herzensglitzer reinzubringen und einfach wirklich Glitzer und Glamour und Magie tatsächlich zu leben. Diese ganze wahre Schwingung in diese, sag ich mal, wirklich doch etwas dichtere und schwerere Weihnachts-Business-Geschichte reinzubringen und darüber hinwegzuschweben sozusagen und wahren Glamour und wahren Glitzer zu leben. Und ich war auch immer eine, die hat immer gedacht, boah, dieses Getue, das Weihnachtsgezeugs, das stimmt ja alles nicht. Weil wenn du natürlich energetisch sensibel bist, dann merkst du natürlich auch, ob das wahr ist oder ob das Getue ist. Aber das darf einen gar nicht abbringen, sondern man kann einfach sagen, ja klar, vielleicht leben da manche Getue, aber ich nehme es zum Anlass, einfach Glitzer und Glamour und Leichtigkeit zu leben und Freude und wirklich ein Fest draus zu machen, ein wahres Fest, ein Fest des Herzens. Und nicht ein Fest, oh ja, ich muss noch und hier und da und wir sitzen alle zusammen und kauen unsere Lebensgeschichte irgendwie rum und erzählen uns von unseren Krankheiten und unseren schrecklichen Erlebnissen. Das ist natürlich nicht Glamour und Glitter, sondern das ist einfach Leichtigkeit und Freude in dieses Fest zu bringen. Und das kann jeder Einzelne von uns, indem er diese Energie ausstrahlt und über sein Weihnachtsfest, über seine Lieben hinaus verteilt, egal was die sagen, tun und denken und wie das sonst immer war, einfach was Neues gestalten und zu sagen, ja, wie will ich es haben, wie will ich es für mich haben? Ohne Wenn und Aber ist es möglich, so will ich es haben, so will ich mich fühlen und so mache ich es. Ja, das ist mein 21. Weihnachtstürchen für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin hier komplett tomato eingeschneit. Es ist super, super kuschelig. Ja, ich liebe das immer. Es fühlt sich grandios an. Die Natur hüllt uns ein. Und alle, die jetzt vielleicht im Schneematsch sind oder so, ich schicke euch ganz viel kuscheligen Schnee und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye!